Nachmittag. Puh, gestern wurde es noch ganz schön spät. 3, 4 Uhr haben wir dann geschlafen. Wir haben jetzt mittlerweile auch schon wieder 3. Und ja, ich bin schon fertig gemacht und alles. Was heißt schon? Aber ja, jetzt startet der Tag. Ich habe schon ein bisschen Video geschnitten. Ich werde mir jetzt einen Tee machen, Video schneiden und dann schauen wir mal, was der Tag bringt. Das ist so irre, was ich für liebe Kommentare bekomme. Die bin ich gerade am Beantworten. Und hier kommt gleich Müsli rein. Da ist hier mal Tee. Und vielleicht gibt es gleich noch Brot. Ja. Jetzt wird auf jeden Fall gegessen und Video geschnitten und Sachen beantwortet. Und ah, das ist echt schön, so Sachen zu lesen. Danke euch allen. Oh, es ist schön, wenn Tiere im Haus sind. Oh Mann, mir ist gerade aufgefallen, ich habe heute eigentlich gar nicht gevloggt, aber das liegt einfach daran, dass fast gar nichts passiert ist. Wir waren jetzt die ganze Zeit noch zu Hause, haben alles möglich gemacht, geplant und eine ungefähre Tagesstruktur mal ausprobiert zu planen. Jetzt werden wir mal schauen, wie das in den nächsten Tagen so läuft. Ich berichte dann mehr davon. Und ja, das kann man ja auch noch nicht sagen, wie das jetzt alles funktioniert. Ah, da kommt eine Bahn. Schnell. Und ja, jetzt geht's ab in die Stadt. Wir haben noch 20 Minuten, bis die Läden zumachen. Dann weiterschauen. Voll gut, man kann in der Bahn die Tickets ziehen. Das werden wir jetzt auch machen. Nein, hätten wir aussteigen können. Verdammt. Oh nein, ist das blöd. Wir sind gerade einfach in irgendeine Bahn gestiegen und dann viel zu weit gefahren. Jetzt sind wir wieder in der anderen zurück. Und ja, jetzt haben wir den gesehen, wollten dann raus und dann. Super, Dankeschön. Ja, uns hat gerade noch ein super lieber Mann den Weg gesagt. Also jetzt ist die erste Kaiserstraße und ich glaube aber am Marktplatz war DM. Das heißt, wir fahren noch eine weiter und dann sind wir da und können einkaufen. Und wir haben jetzt noch 11 Minuten, bis er zumacht. Passt. Wir sind da um 52. Wir rennen hier rum und überall nur Kosmetik. Und dann dachten wir schon, es gibt kein Essen. Aber die haben jetzt einfach mal 2 Stockwerke. Und ja, es gibt doch Essen. Und ich dachte schon so voll lustig, meine Dame, haben Sie hier auch Essen? Oder etwa nicht? Denn daneben gibt es Alnatura. Sonst wären wir dahin. Aber das habe ich ja noch nicht gesagt. Kaufen nie wieder woanders als bei der M, habe Laura gerade gesagt. Ich bin derselben Meinung. Verdammt, wir waren zu lange drin, 2 Minuten. Aber naja. Was sollen wir machen? Jetzt sind wir raus und sie haben Feierabend. 30 Euro leichter und mit dem Essen für 3 Tage geht's jetzt zum Schlossgarten. Also, wir sind jetzt gerade im Kino vorbeigekommen, haben überlegt, ob wir da reingehen sollen. Das Problem ist nur, entweder kennen wir jeden Film oder wir wollen nicht rein. Ja, also von daher geht's jetzt doch weiter zum Schlossgarten. Voll schön. Das ist aufgebaut wie ein Fächer. Und in der Mitte ist ein Turm. Und an der Stelle hat Karl geträumt, dass hier ein Schloss gebaut wird. Und dann wollte der halt, dass es gebaut wird. Und da, wo der geträumt hat, wurde der Turm gebaut und da drumherum das Schloss. Und halt der ganze Park und alles. Das ist wahrscheinlich echt die schönste Ecke von Karlsruhe. Das haben jedenfalls alle gesagt. Ist das schön mit dem Baum. Da rast hier einfach mal komplett drüber. Riecht das traumhaft. Da hinten ist das Schloss. Man sieht es leider nicht richtig, aber es ist so traumhaft. Das sind hier 2, 3 Bäume und eine einzige riesige Kuppel. Also hier drunter würde man bei Regen ganz bestimmt nicht nass. Schade, dass man das auf der Kamera nicht richtig sieht. Es ist so traumhaft. Die Bäume sehen so traumhaft aus, aber es ist gerade auch zu dunkel. In 3 Minuten gibt es den neuen Vlog. Es gibt Essen. Habe ich schon gesagt, dass das wie Apfelkuchen schmeckt? Apfelmus mit Zimt auf Brot. Brot ist auf, jetzt gibt es Cornflakes und dazu, wer jetzt gedacht, Datteln. So,
Ihr seht, heute ist nicht ganz so viel Spannendes passiert, aber morgen früh gibt es noch ein Brunch-Konzert. Um 11 Uhr kommen hier Gäste und alles und dann spiele ich nochmal. Morgen wird auch spannend, weil wir trampen das erstmal für eine lange Strecke. Man fährt bis Nürnberg 2,5 Stunden. Bis jetzt war die längste Fahrt von Heidelberg nach Karlsruhe. Das war eine Dreiviertelstunde, eine Stunde ungefähr, aber das auch nur, weil die Autobahn gesperrt war. Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend, wie das alles funktioniert. Und dann sind wir morgen in einer Woche in Berlin und da werden wir dann circa eine Woche bleiben. Das wird alles echt spannend und ich freue mich schon total. Ja, es ist echt genial, was man hier so alles erlebt und mitnimmt. Hab einen schönen Nacht, Tag, Mittag, was immer ist und bis morgen. Ciao!